und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth auf unseren krassen grünen neuen Chocobos. Das sah jetzt gerade für einen Moment so aus, als würde tiefer in der Luft schweben, weil hier überall grün ist. Und ja, wir sind hier in Gongaga. Wir sind hier gerade auf der Suche nach Nebenquests und so, ne? Und Nebenaufgaben und Erkundungen und all das Zeug, ne? Wir haben beim letzten Mal die Gongaga, ich nehme an, Story abgeschlossen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt in Gongaga hier, ne? Oh Gott. Nein, geh weg. Und ja, wir sind jetzt hier dabei, das Übliche zu machen, ne? Erkunden, Missionen anmachen und so, ne? Ich habe hier diese Mission mal eingeschaltet und versucht, ja, ich würde mal versuchen, die heute zu machen. Keine Ahnung, da steht irgendwie hier, das ist so ein Schokobo-Abdruck, glaube ich, nicht? Ne? Ich glaube, da müssen wir hin. Mit einem Schokobo. Ich glaube, da brauche ich einen Schokobo, um da hinzukommen. Keine Ahnung. Da ist irgendwie so ein Zeichen da über die 1. Deswegen bin ich auf dem Schokobo. Und ja, kommen wir mal auf den Weg dahin finden. Ne? Ich glaube, wir haben schon letztes Mal versucht, dahin zu kommen. Aber dann haben wir dieses andere Gebiet da gefunden. Ne? Also gucken wir mal. Ne? Müssen wir auch mal machen. Ne? Tun wir so nebenbei, während wir hier. Ich würde sagen, so eine Mission immer. Und dann machen wir nebenbei nur so Erkundungen. Wenn wir Zeit haben. Einklang mit der Natur. Einfach und bescheiden. Ja, warum eigentlich nicht? Ich hab's. Ein neues Angebot der Shinra Resorts. Die Umzug aufs Land Aktionswochen. Klingt gut, oder? Raus aus der Komfortzone. Genieße den Luxus des Elementaren. In Zeiten wie diesen könnte sich das als gute Geschäftsidee entpuppen. Ich kenne Ziff im Team gerade. Ja, perfekt. Na gut. So, ich habe gehört, hier gibt es eine ultimative Waffe. Wie mein Traum endlich war. Aber dann, wow. Was hat da drin? Ach, verdammt, nicht schon wieder. Die Verarbeitung war makellos. Vielleicht war der Entwurf fehlerhaft. So, so viele Waffen zum Auswählen. Ich nehme die hier und die hier und ganz doll das hier. Was ist denn da unten los oder hier? Ich dachte. Keinen Zweck. Alles nochmal von vorne. Was wollt ihr denn? Bin gerade beschäftigt. Dein Arm? Das ist ja. Ist das eine Waffe? Zeig mal kurz her. Ein Mehrzweckadapter als Verbindungsstück, dann ist die Waffe also austauschbar. Eine neue Waffe für Belt. Alles voller Schrammen. Sag mal, du haust mit dem Ding wohl auch ordentlich zu, was? Naja, manchmal schon. Aber solch große Schockwirkungen halten doch die Knochen nicht aus. Oder doch? Hier, dieser Zylinder absorbiert die Stoßwirkung. Verrate mir bitte, wer das konstruiert hat. Ein alter Bekannter. Wo auch immer er jetzt sein mag. Warte mal kurz. Willst du mir sagen, mit auf einer bestimmten Weise könnte man mit Barrett richtig zuhauen? Wenn er so ein Stoßdämpfer ist oder so. Ja. Ich helfe dir. Sollte ich einen großen Schritt vorankommen. Gehen wir in den Nahkampfwaffe für Belt. So hat Gefühl irgendwie. Hört mal, könntet ihr mir einige Materialien aus der Umgebung beschaffen? Klar. Ja. Okay, ich stelle keine Fragen. Von ein paar Materialien geht, helfen wir dir. Ich danke euch. Ich habe eine Karte mit Orten angefertigt, an denen es Materialien gibt. Sie liegt im Schuppen. Vergesst nicht, sie mitzunehmen. Okay, Schlüssel zum Schuppen. Die Orte, wo ihr die Materialien bekommt, habe ich auf einer Karte eingezeichnet. Die Karte liegt im Schuppen. Oh, vergesst nicht, sie mitzunehmen. So, ich habe schon gedacht, dass wir irgendwie eine Waffe kriegen, ne? Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich aber gesagt habe. Aber jetzt komm ins Team. Und schon eine Quest für dich machen, ne? So, jetzt ja noch hoch. Nö. Alles klar. Oh, in dem Schuppen.
Stimmt, den haben wir schon mal gesehen. Na, lass mal rein. Kann ich den Schlüssel benutzen? Einfach aufgemacht. Oh, Karte, Karte, Karte. Nein, nur Barmherzigkeiten des Planeten. Da ist eine Karte, oder? Ja. Drachenerz. Für seine neueste Kreation. Ja, habe ich mir schon gedacht. Sicher, die Karte von der ISO gesprochen hat. Na gut, dann lass uns das Zeug mal besorgen. Das ist klar. Gut. Was ist das für eine Karte? Okay, das ist das der Schuppen hier? Ist das da? Ja. Okay. Hier drin. Oh, egal. Noch. Ja, in die Richtung. Und jetzt? Bin ich hier? Oh Gott. Bin ich jetzt richtig? Oder? Also, was? Was? Oh, ich habe mehrere Bilder. Muss ich jetzt alle suchen oder ist das hier so ein Weg, der mir gezeigt wird? So, nee, der zeigt mir einen Weg. Hier ist der Laken. Ne? So, gehen wir hier lang. Dann. Musik kommt mir so bekannt vor. Ist auf jeden Fall von dem Original, aber ich weiß nicht von welchem Gebiet. So, da ist so ein komischer Baum auf der Karte. Ist das der hier? Nee. Ich suche so einen komischen Baum, ja. Der hier? Hm. Hierhin, ne? So richtig so, ne? Sieht irgendwie nicht so aus wie. Oder doch? Nee. Sieht gar nicht so aus wie hier. Gott. Aber wenn das hier nicht das. So, warte mal, was muss ich denn hier finden? Muss ich hier 5 Sachen finden oder muss ich einen Weg? Zu den markierten Orten. Hm. Muss ich den Dingen hier folgen? Hier sind so Dinger am Boden. Oh, warte, muss ich. Wahrscheinlich den Schoko berufen, ne? Ich muss wahrscheinlich mal ausbuddeln, oder? Ich gar nicht dran gedacht. Ah, oder? Ne. Okay, das könnte ein bisschen dauern, habe ich das Gefühl. So, ist das hier die? Da ist nicht der Ort, ne? Hier ist so ein Laken, oder? Hier, aber das ist nicht das Gebiet, ne? Dann muss hier. Muss ich von hier aus irgendwo den Ort finden und dann weitergehen. Hm. Oh. Ist das hier? Nee. Hm. Warte. Hier ist das. Okay. Dann hier lang. Dann müsste ich hier irgendwo einen Baum sehen. Der da, ne? Ja, ich sehe das schon. Jetzt haben wir es. Jetzt sind wir auf der Spur.
Wer wagt es? Keine Zeit, ich muss Dachnerz suchen. Ja, das Ding habe ich glaube ich auch schon gesehen auf der Karte. Da. Okay. Denk mal, das sieht so verdächtig aus, ne? So, warum ist das hier nicht am Leuchten? So. Sind hier so? Ja, ne? Ja, da ist die Fackel. Und dann komme ich zu einem riesigen Baum. Riesiger Baum, du? Ne. Warum hat der hier von jeder Stelle ein Foto gemacht, ey? Anstatt irgendwie, weil nicht direkt von dem Ort, wo das ist. So kommst du dahin, dann da ein, dann da ein. Wow. 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 Oh Gott, jedes Mal, wenn die flattern, mir direkt der Controller. Ah. Da kommt er. So, ich wollte schon sagen. Auf Nummer sind. Oh, oh, was? Ich zähle auf dich. Ja, ich wollte gerade einsetzen. Mein Gott, klar, warum ist denn schon fast so? 1000 Schuss und kein Treffer. Was ist das für ein Geräusch? Oh, der Angriff ist so stark, ne? Ins Gesicht. Hat Geräusch. Lass mich mal. Dann übernimm. Oh, das war hoch. Ja, sehr gut. Man kann nie. Zieh dich zurück. Ja, komm her. Ja, ich geblockt. Nein. Zack. Und noch mehr Heilbogen. Wir sind heilen hier, bevor der Kampf zu Ende geht. Ah, er macht den Angriff noch zu Ende? Sehr gut. Das ist ja voll geil. Schnürchen. Hab der Blechtrommel schon einiges abverlangt, aber im Stich gelassen hat sie mich noch nie. Danke, Kumpel. Was wäre ich nur ohne dich? Okay. Küss mich. Macht er damit mit seiner Knarre rum. So, schaffe das Dachnerz. 0 von 8. Die Dinger jade. No. Barmherzigkeit ist bei den Kriecher, wie blöde. Ich weiß gar nicht, ob das noch das aktuelle Ding ist hier. Hey, da! Die blauen Dinger da. Die sahen so verdächtig aus. Wir sollten auch den Rest besorgen. Ich schieb dort einfach mal so auf. What? Lag gar nicht gerade. Ich könnte schon mal lag gerade was. Und Wuppa. Okay. So, jetzt nicht den ganzen Weg da unter springen, Cloud. Danke. Ja, für diesen ganzen Klumpen. Jeder meiner Charakter nimmt so einen Klumpen. Wie viele Charakter haben wir? 8, ne? Mal 7 oder 8? Ne, wir müssen 7 haben, ne? Mal 2 Charaktere fehlen noch. Noch ein, komm. Wer zweifelt, hat die Mission direkt danach schon fertig ist, aber gucken wir mal. Das hätten wir noch einlegen. Da. Oh Gott. Oh, das ging ja fix. Ich glaube, wir haben alles zusammen. Dann lass uns mal zu ISO zurück. Okay, hier ist aber noch was. Nein.
So, ist denn irgendwas in der Nähe? Ne, wir sind wieder, ja. Ne, ist schon fertig. Also nur ein Punkt übrig, also ist die Mission fertig. Das ging ja relativ schnell. Ausgezeichnet. Ich nehme an, die Herausforderung war irgendwie herauszufinden, wie das Rätsel funktioniert. Keine Ahnung. Ja, ich habe den Stoff. Jetzt schmiede mir eine Waffe. Nicht zu überreichen. Jetzt schmiede mir eine Waffe erster Klasse. Brofist. Danke euch. Wenn ihr noch etwas Zeit habt, dann wartet ihr bitte kurz. Nur, ich drück mal einen Schluck währenddessen, ne? Dir ist schon klar, dass du was. Er ist gezeichnet. Oder? Scheint ihm Spaß, aber keinen Abbruch zu tun. Natürlich macht das Spaß. Es gibt nichts Besseres. Und das Schönste, der Wert eines Werkzeugs wird durch seinen Benutzer bestimmt. Mein Gott. Das gilt auch für Waffen. Sein Gehämmer ist voll aus, out of sync. Gerade für Waffen. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle eins. Sehr gut. Das ist zweifelhaft. Was ist das denn für ein Oschi? Ich werde das Teil hart annehmen, okay? Sicher, wie es dir beliebt. Wie gesagt, der Wert eines Werkzeugs wird durch seinen Benutzer bestimmt. Ebenso der Wert seines Schöpfers. Wie und wofür meine Kreationen benutzt werden, bestimmt, was die Leute von mir halten. Vor allem aber, was ich selbst von mir halte. Also er hat gerade erst herausgefunden, dass es sowas gibt. Ich aber ganz schön unter Druck. Dass Leute irgendwie Waffen in ihren Arm reinpacken können. Und er hat schon direkt eine hergestellt. Wie auch immer den angefertigt hat. Er hat dabei ganz offensichtlich gründlich an deine Zukunft gedacht. Im Moment wirst du nur Waffen daran befestigen wollen. Aber wie sieht es in einem halben Jahr aus? Oder in 3 Jahren? Denk mal darüber nach. Ich sollte versuchen, dem Konstrukteur dieses Adapter... Ich so einen Pfannenwender dran machen. Ich will jetzt Burgerbrater. Ja, er will ja auf der Farm arbeiten von Gaga, ne? Oh, Fafnir. Jetzt kann ich deinen Arm auch in einen riesigen Schneebesen verwandeln. Damit gelingt ein Kuchen für 100 Leute im Nu. Na, ob ich das gebacken bekomme? Ha, versteh's. Das verlange ich als Preis für mein Meisterstück. Bring mir irgendwann einen Kuchen. Bis dahin, stirb mir ja nicht weg. Red. Seltsamer Typ. Ein bisschen wie du. Ja. Ich mag den Kerl. War nicht Fafnir der Name von Clouds Motorrad in Advent Children? Ich weiß, ich glaube Fafnir ist irgendwie ein Wolf, ne? Ich will mal hier kurz Google anschmeißen. Mit dem Weg ist hier ein Trip nach Google ja zu ersparen. Fafnir ist eine Drachenfigur der nördischen Mythologie. Alles klar, so viel dazu. Die im hellen Lied Fafnismal, der Liederdra, Liederreda und die in die Vollsunga-Saga überliefert ist. Okay, so viel dazu, stimmt. Ja, okay, könnte auch sein. Ich habe wahrscheinlich gerade an Fenrir gedacht, ne? Naja, Fafnir habe ich auch schon mal gehört. Kommt auch auf den Final Fans vor. So, wir haben ein neues Geschoss. Ist es mal besser als mein Großkaliber, mit dem ich hier schon die ganze Zeit rumlaufe? Es hat 5 Dinger. Es hat mehr magische Angriff. Er bindet die voll geladene Einheiten der ATB. ATB leistet so einen vernichtenden Schuss. Okay, das finde ich. Das sieht ein bisschen aus, als wäre ein Nahkampfangriff, ne? Alter, ist das. Ne? Wo ist denn da die Vorderseite? Ah, oh, schade. Ich dachte, das hier wäre die Vorderseite. So, aber ein mehr Materiaplatz. Was für Effekt hast du? Bitte physische Attacke, oh, perfekt. Dann gleicht es da ein bisschen aus, wenigstens. Schaden durch Feuerstoß. Schock nachladen. Limit Schaden, Feuerstoß, ne? Würde ich sagen. So, plus 20 Dinger. Das heißt jetzt
Ja, okay, da hat 16 mehr physische Attacke, aber der eine Materiaplatz kann das schon hier alles ändern, vielleicht, ne? Wenn ich da Geist reinpacke, ne? Feuer. So, was haben wir denn hier noch alles? Vielleicht sollte ich mal irgendwie so Widerstand, ne? Wer weiß, wann ich das hier mal irgendwie brauche, ne? Widerstand. Ja, was kann ich damit reinpacken? Na, Toxin, Gestein, Wandeln. Geht also nicht. Ja, verbundene Materie an. Also ich greife auch nicht so oft mit jemandem. Das ist das Problem. Soll ich ihn auch einen Meister der Gegenstände geben? Nee, ne? ATB Boost. Also was? Ich benutze das zwar nie, aber das ist eigentlich gut für ihn, ne? Weil er hat ja jetzt einen Angriff, der je mehr ATB er hat, mehr Schaden macht, ne? Was bedeutet, wenn ich ATB Boost einsetze und dann den Angriff einsetze, dann dann habe ich ja halt 3 ATB leisten und das heißt, er macht dann halt noch mehr Schaden, ne? So, nein, boah. So, Schockschuss, extra Magazin, Stirn, aber ich brauche nicht zwei. Ich brauche nicht zwei Dinger, ne, würde ich sagen. Auf 3 habe ich immer meine Schockangriffe. Approximationsschluss, Schuss. Okay, das ging relativ schnell für eine Mission hier. Dann kann man ja ein bisschen austoben, ne? Machen wir mal als nächstes. Ich glaube nicht, dass ich noch eine. Wahrscheinlich noch eine Mission. Also, warte, komm. Komm, schaffen wir. 40 Minuten, ja, komm. Also, so was von schaffen hier, ne? Okay. Kein Spieler am Arsch, ich gibt ja nur 2. Wahrscheinlich ein ziemlich kleines Gebiet hier, ne? Was irgendwie Sinn macht, ne? Weil Gongaga, ich verstehe sowieso nicht, warum die ein gesamtes Gebiet da ausgemacht haben. So. So, wow. Das ist wie eins von diesen Dingern, womit man irgendwie Wind zufächert. So ein riesiges Blatt. Niemals. Hey, junger Mann, wartet doch mal kurz, ja? Wir haben es eilig. Wisst ihr, aber ein Alter. Ist so schwarzes Zeug rausgekommen und weht jetzt in Böen hier herüber. Der Stall war schon lange nicht mehr im besten Zustand, aber jetzt sind hier überall Löcher. Und meine kostbaren Hühnerchen sind allesamt ausgeflogen. Den Stall konnte ich ausbessern, aber wie fange ich jetzt die Hühnerchen wieder ein? Die flattern hier so lebhaft durch die Gegend. Da kommt ein altes Mütterchen nicht hinterher. So schnell wollen mich meine Beine nicht mehr tragen. Ja. Wir müssen die Hühner einfach nur einsammeln, ja? Ja. Wie nervt der andauernd klingt, ey. Dose hier. So. Wenn du es schaffst, damit ihr was ist das, Benzin? Zu wecken, kannst du sie bestimmt bis zum Stall locken. Dose. Hier ist wohl mein guter Geruch. Ich dachte, ich muss sie alle in das Ding rein. Okay. Cloud packt die einfach alle in diese eine Dose rein. 3 von den Hühnern wittere ich im Dorf. Allzu weit dürften sie nicht sein. Okay. Lenke mit der Dose die Aufmerksamkeit der Hühner auf dich und bring sie zurück zur. Okay, alles klar. So, okay, zittert hat den gerade voll umgerannt, habe ich gesehen. So. Nein. 4. So, ich muss mein Team immer, mein Quest hier. Dich. Da voll er durchgegangen. Na komm, Red, komm, Red. Es braucht Zeit, damit sich der Geschmack eines Gonga-Pilzes richtig entfaltet.
Ja, du, komm her. Wer hätte gedacht, dass also, ich muss ziehen. Los, Mann. Ja, kann ich ihn nicht einfach hauen? Okay, ich nehme an, das sind nicht die richtigen. Da ist eins. Mach dich drauf gefasst. Was sagst du dazu, ne? Na und nun. Aua! Das Huhn war zu nah in der Dose. Das Huhn hat das Interesse verloren. Stecke ein und versuche es erneut. Oh, oh, warte mal. Komm da rein. Direkt da rein. Verdammt. Gott. Komm, du Stück. Du willst es. Gott, er hat beinahe angefasst. Laufe ich ja richtig? Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Okay. So, ein Moment. Na, ah, schade. Ich dachte, es gibt Kollisionen mit dem Ding. Gibt es, verdammt. Nur nicht mit der Dose. Hey, Bert, was sagst du dazu? So random. Warum so eine Dose? Okay, warte mal, lass mich erstmal hier meinen Weg hier so. Okay. Na, was sagst du dazu? Ach, verdammt. Was ist denn da drin? Ist eine, ist bestimmt eine Leiche von einem anderen Hühnchen drin, ne? Ein Hund hat Interesse verloren, erscheint das Zimmer. Ja, da habe ich schon gemerkt. Sie schon schmerzhaft aus, wenn zieht das Ding noch mal von vorn. Ach, wat? Da, wat? Also ein Fragezeichen ist, darf ich mich nicht bewegen, aber der Ding bewegt sich so schnell, ne? Verlässt du so schnell aus den Augen, oder? Vorsicht, geh aus dem Weg. Vorsicht. Was ist das für eine Mission, ne? Problem ist, ich weiß nicht, wo ich mal hinlaufe hier. Ja, komm, erreicht hat, ne? Das ist beinahe geschafft. Nein! Oh nein, der läuft den ganzen Weg da zurück. Du kommst gefecht zurück. Oh Gott sei Dank, da laufe ich den ganzen Weg zurück. Aua! Ah, meine Kniescheiben. Okay, ich wollte schon sagen, wenn ich schon in der Bewegung bin, dann ist das ein bisschen doof. Ja. Gott. Er hat's mein geschafft, ne? Ja, fast. Fast jetzt das Ding erreicht, ne? Aber nur fast. Brock. Habe ich getäuscht, Mann. Nein. Okay. So, Leute, nimmt das Ding natürlich irgendwie nicht so genau. Das hat die Omi nicht allein geschafft. Willkommen zu Hause, meine kleine Honey. Die hat so dargestellt, als wären die Hühner irgendwie zu schnell und die könnt die nicht erreichen. Ey, du. Eine blöde Dose auf die werfen und jetzt sich herziehen, das hat sie nicht mal geschafft. Okay, komm mal hier. Ich weiß nicht mal, wie der Ketchi ausgesprochen wird, ey. Also der Genshin Impact.
wo Charaktere Kicking irgendwie gesprochen werden, ausgeschrieben werden, aber Kuching ausgesprochen werden. Erscheint das Symbol über den Kopf, macht sich bereit, die Dose zu attackieren. So, hat er auch immer noch Fragezeichen. Leute, aus dem Weg. Ja, da auch noch Fragezeichen. Oh Gott, das ist wohl die Jumpscare. Leute, seid auf der Hut. Es häufen sich die Sichtungen von wilden und gefährlichen Kreaturen. Gebt Acht und haltet euch im Ernstfall an die Jugendwehr. Ja, willkommen in der Welt von Final Fantasy. Aua! Besser aufpassen. Meine Dose. Uns gefällt es wieder zurück. Ja, wie soll ich denn ausweichen sollen? Uns gefällt es zurück, du blödes Ding hier. Klang. Jo. Kannst du mal ein bisschen schneller rückwärts laufen? Gott. Hey! Genau. Meine Dose. Kann ich das Ding nicht einfach gegen das Hühnchen werfen? Halt ausnocken? Darf ich überhaupt richtig? Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig laufe. Da ist ein Hühnerstall, aber das ist nicht der richtige, glaube ich, ne? Hab ich überhaupt richtig? Aua! Hier muss ich lang. Was sagst du dazu, ey? Da bist du baff, oder? Boah, wenn das Ding jetzt hier die ganze Zeit immer zum Anfang zurückkehren würde, dann wäre das hier viel frustrierender. Ja, ich muss sagen, genau bevor der ist klar. Ich dachte, ich muss einfach nur aus dem Weg. So, wir sind noch hier, oder? Nein. Okay. Okay. Henrike, ich habe mir ja solche Sorgen gemacht. Fehlt nur noch die wilde Hertha. Wohin mag sie es nur verschlagen haben? Drehung woanders rum. Hertha ist tot. Hertha scheint in Richtung Flugplatz entwischt zu sein. Weil wir müssen sie finden, bevor es ein Ungeheuer tut. Wir müssen sie finden, bevor sie ein Flugzeug nimmt und wegfliegt. Wohin soll's gehen? Wir müssen sie verfolgen. Los, macht unser Flugzeug bereit. Folgt diesen Hühnchen. Ja. Ich will nach Mexiko auswandern. Ne, war das immer ein Land, wohin Leute auswandern? Was ist eigentlich ein Freiflieger? Seit dem Niedergang der Republik regiert Schinz. Ist das nicht da, wo wir auch hin müssen? Da ist auch, wo das storymäßig hin müssen, ne? Wenn die Arschlöcher könnten, würden sie sicher auch halt den Vögeln das Fliegen verbieten. Doch die freien Piloten kümmert das nicht. Sie fliegen, wohin sie wollen. Ich nehme an, wir gehen so ein bisschen zum Storygebiet. Der Himmel gehört niemandem. Schon gar nicht diesem Drecksverein. Freiflieger sind also quasi ein ausgestreckter Mittelfinger. Also so einer würde mir gefallen. Ein ausgestreckter Mittelfinger? Der Weg zurück ins Dorf ist lang. Oh mein Gott. Konzentration. Müssen Sie von hier aus... boah. Oh mein Gott. Oh. Ich muss den ganzen Weg jetzt zurück. Okay, du, komm her. Das könnte ein bisschen. Nein. So hat das Interesse vor. Wie kannst du sagen, ich wagen hier? Nein. Okay. So funktioniert hat die Hälfte der Zeit gar nicht hier. Stirbst auch darauf los? Nö. Stell ich mal vor, ich vermassle, das Ding geht irgendwie den ganzen Weg hier zurück. Hi. Okay. Ich nehme an, ich drücke mal
eine Millisekunde bevor das Fragezeichen erscheint, das Spiel registriert hat dann irgendwie nicht, ne? What? What? Hey! Hey! Bist du härter? Was ist das für eine Musik? Was ist das für eine Musik? Ich zähle auf dich. Hier kommt Barrett! So. Na. Erbärmlich. Da also! Unten bleiben, Abschaum! Ja, war ich die ganze Zeit aus. Da also! Sag ich was! Ich glaube, Barrett ist eigentlich gar nicht schlecht für das Viech. Weil ich die ganze Zeit voll Schaden nehmen will. Ah! Oh mein Gott! Ah! Barrett hat auch mal Entscheidung. Mir reicht das auch aus. Pumpt ja den Hintern, ja. Gott, das sah voll unschön aus. Mehr in ins Gedicht. So, wenn ich jetzt weiß, der Teilburg immer so lange anhält, ne? Sogar nach dem Kampf. Oh mein Gott. Sicher, sicher. Wow, nein! Ich weiß gar nicht, was ich machen muss mit Barrett, um das Ding zu lernen. Okay, Webster. Mein Controller vibriert bei jeder Bewegung von dem Ding. Keine Sorge. Die Gute hat genug von den Schrecken hier draußen und möchte zurück ins Dorf. Verstehst du das Gegacker etwa? Das meiste schon. Es scheint ihr im Dorf sehr gut zu gefallen. Vermutlich. Sie hat aber einen komischen Akzent. Wir sollten auch zurück. Alles klar. So, ist ja noch was, was ich mal hier bin. Gott sei Dank muss ich das ganze Ding hier zurückziehen, ne? Das wäre ja noch unschöner gewesen. So, ich weiß gar nicht, was ich mit Bert hier machen muss für die Waffe. Okay, ich habe auch schon ein paar Mal. Stimmt, mit ihnen. Mit Red habe ich auch noch eine Waffe. Gegner niederstrecken, alles klar. Dann macht er den Angriff, oder? Ach. Kein Ding. Gut, dann schauen wir ja noch eine Mission, ne? Gut. Finde ich gut. Dann können wir uns um, weil nicht, was andere Sachen hier noch kümmern, ne? Ein Chocobo oder... Ich hab so ein Äffchen gehört. Aber war ein Äffchen, ne? Kein Chocobo. Ja, eines der König des Dschungels, der andere schwingt vom Baum zu Baum. Alles klar. Gut, ich habe deine Hühnchen wieder gebracht. Jetzt gebe mir eine ultimative, nachdem ich direkt eine bekommen habe vorhin. Ja. Kork! Magician Threatto. Welch eine Freude. Alle sind sogar Gack im Untertitel steht, ey. Wirken ebenfalls glücklich. Sie scheinen es hier wirklich zu mögen. Warum sind wir am weggerannt? Ich bin euch ja so dankbar, ihr Lieben. Nach dem ganzen Umhergerenne habt ihr doch sicher Hunger, oder? Red bekommt nach so einem Mist. Hier. Weil ihr euch so ins Zeug gelegt habt, werde ich euch einen leckeren Festschmaus servieren. Hertha, halt mal kurz still. Was?
Chicken Nuggets. Vielen Dank für alles, was ihr heute für mich getan da. Habt. Game Over Musik. Mal wieder vorbei. So leckere Brathähnchen wie bei mir bekommt ihr sonst nirgendwo. Unmöglich. Sind sie vor diesem Schicksal nach draußen geflohen? Ich wollte gerade sagen. Das und Game Over. Sie wieder. Fressen oder gefressen werden. So ist das Game Over Thema im Hintergrund. Din, 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 din. Gott. Das war ein Plot-Twist. Ich habe erst gedacht, da kommt irgendwie voll der Plot-Twist. Irgendwie so, nein, die, weiß nicht, die presst irgendwie so ein Ei raus oder irgendwie so was, ne? Ja, hast du Hunger? Ne, hat die mir eiskalt das Hühnchen gegeben. Alles klar. Gut, Reif, die alte Partie, das ist nicht der, aber den habe ich letztens hergestellt, ne? Hey! Warum habe ich das hier? Habe ich das jetzt hergestellt? Ne, obwohl der wäre eigentlich besser für tiefer, ne? Stärke ist genau das gleiche. Für ihn hatte ich ja eigentlich was anderes immer, ne? Glücksanhänger da. Okay, erhöht das Glück um 10. Für ihn hatte ich doch immer hier Psycho-Amulett. Ich finde den Zustand stumm. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Schreibe alle 100 Schritte ein Gilgut. Wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Das haben wir ja alles noch. Gut, ich meine, Cloud ist immer in der Gruppe, ne? Er sollte vielleicht mehr AP haben. Alles klar, gut, das war's mit dieser Mission. Voll das dunkle Ende. Aber hey, was soll's, ne? So, ich bezweifle, dass wir die Mission noch schaffen, deswegen machen wir irgendwas anderes, ne? Wir können ja ein paar Orte hier erkunden, ne? Wir haben noch nicht jetzt hier erkundet, ne? Dann gehen wir mal da ein. Erkunden mal, was hier noch so ist, ne? Machen mal so ein paar Leuchttürme hier, so ein paar Funktürme. Ach. Oh Gott. So, hier lang, ne? So, ich muss mal hier gucken, wie man hier sich navigiert. Das ist so komisch hier. Ich glaube, hier bin ich doch letztens mal rumgerannt. Hab den Weg hier nicht gefunden. Hier so Pilze irgendwo. Nein. Also ich weiß, dass man ja auch so Dinger finden kann, so oh, Häschen. Ich weiß ja mittlerweile, man kann ja auch Dings finden hier, so Sachen für Johnnys Hotel. Mithrilerz, hey. So, ich weiß nicht, wie man hier hinkommt. Warte mal, von Gongaga. Gab's hier nicht irgendwie einen anderen Eingang? Ich weiß nicht, wie man hier hinkommt zu einigen Orten. So verzückt irgendwie. Platziere ich kann die Karte gar nicht richtig lesen hier. Oh, oh. Ich da auch. Ja, ich bin auch. Nee, war doch, als wir hier mit Tifa und Kohl durch die Gegend waren, oder? Wow. Ha. Alter, ich weiß nicht, wie man hier. Da, jetzt komme ich schon wieder nicht dahin. Komme ich denn dahin? Ist ja so, so komisch ist das hier. Wieso finde ich denn den Weg hier nicht hin?
Meine Güte. Sieht aus, als wäre da irgendwie ein Weg oder so, ne? Ja, kannst aber auch nicht hin. So komisch hier. So, ich will da lang. Aber geht nicht. Sind nur mal Wände oder Wälder oder irgendwie so, ich komme da nicht dran. Da ist Wasser, da komme ich auch nicht hin. Hier, ne? Wie komme ich denn da hin? So komisch, ey. Ich habe die Hälfte des Gebiets noch gar nicht erkundet, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Kommt man da noch gar nicht hin? Ist das hier der Witz? So, hier ist wieder Wasser, ne? So, wo wollte ich lang? Da unten, ne? Na, nach rechts, ja. Und da müsste ich mal irgendwie hinkommen, ne? Wie, das geht immer noch nicht. Ja, hier entlang, ne? Okay. What? Alter, wie kommst du denn zu den Rest des Kontinents hier? Muss ich dafür den Flugplatz nehmen? Das Spiel sagt mir doch, ich muss ja hin, ne? Hä, wie komme ich denn da hin? Ist hier ein Weg, der dahin führt? Da irgendwo, ich glaube, da ist ein Weg irgendwie, der dahin führt, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Boah. Ich meine, hier war irgendwo ein Ausgang, der da hinführt, ne? Nö. Ja, ich will ja schon gerne mehr erkunden und so, ne? Aber ich finde den Ausgang nicht. Hier oben, oder? Gab's da nicht einen Ausgang irgendwo? Wie kommst du hier zum Rest des Kontinents? Kann ich irgendwie was auf der Karte markieren? R3. SW.3. So müsste da ja eigentlich. So, wie komme ich da hin? So, die Kartoffeln werden schon mal sortiert. Muss ich noch wissen, wie man da hinkommt, ne? Da ist eine Brücke. Ja. Also irgendwie vielleicht noch ein Weg irgendwie noch hingepackt, wie man da hinkommt oder was? Wo muss ich die Pilze hier nehmen? Ich habe ja das Gefühl, die bringt es nicht so. Warum geht's auch noch lang? Aber da oben ist nichts. So, irgendwie von hier aus, das ist ein Gegner. So, vielleicht hier? Ich glaube nicht. Hey Leute, ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Alter, wie kommst du hier auf den Rest des Dings hin? Ich will doch hier weiter erkunden. Nein, das ist ein falsches Gebiet. Ja, kommen wir denn hier weiter?
Nee, da war ich doch gerade. Da war doch nur Wasser, ne? Hier sieht es aus, das wäre irgendwie so eine Brücke. Dann kann man die vielleicht hier, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen unübersichtlich hier gemacht, habe ich so ein Gefühl. Nein. Boah. So, Leute. Würde ich aber schon gerne hier auch mal weiterkommen, ne? Ja, ein neues Gebiet oder so hier finden, irgendwas machen, irgendwas, ne? Ja, und nicht dieses Seilding mehr, ne? Also ich kann mich jetzt nicht irgendwo irgendwie so rumhängen oder so, ne? Also voll Verschwendung jetzt hier. Jetzt habe ich hier zwei Missionen geschafft und nichts anderes. Wollte noch hier so ein paar Sachen daneben dranhängen. Ja, aber ich nicht weiß, wo es hier weitergeht. Passiert jetzt hier gerade nichts. Ja, da ist gleich wieder eine Sackgasse. Irgendwo Steine zum Hochklettern. Kann ich sein, Mann. Ja. War ich schon wieder hier? Oh, Leute, geht mir nicht auf den Nerven. Ja, ich weiß nicht, wo ich hier noch gucken soll. Vor allem, ich muss auch wegen der Hauptmission dahin, ne? Also, aber ich kann da nicht hin. Wie komme ich dahin? Es sieht aus, als könnte man hier irgendwo so da hinkommen. Kann ich sein, dass die irgendwie nur so einen Weg irgendwie so gemacht haben, wo du da hinkommst? Der ist schon wieder Wende. Ich habe gewusst, dass ihr wird hier voll nervig zu navigieren. Ich habe schon, ich habe von Anfang an gewusst. So. Kommen wir jetzt irgendwo hin? Oh mein Gott, hier kommen wir weiter, oder? So kacke gemacht, ey. Oder kommt man hier weiter? Boah, dieser eine Pilz jetzt hier, ne? Na, wollte ich eigentlich nicht hin. Weiter. Haben sie ja so einen Weg gemacht, ne? Dann sollen die mir auch sagen, ich soll hier hingehen, ne? Ich bin noch gar nicht gefunden, Mann. Boah, Alter, das ist ja kacke. Ja, so viel mehr erreichen können gerade, ne? Lass mich da hoch. Was hat der blöd zu navigieren, ne? Auch schon am Anfang, als ich angekommen bin, voll doof gemacht. Okay, so, also jetzt werde ich auch leider nicht mehr viel erreichen, ne? Ich meine, wir haben zwei Missionen erreicht, ich meine, das ist auch gut, ne? Aber ich hätte gerne noch mehr erreicht. Aber okay, dann sollen wir die, dann sollen die mir auch irgendwie die Pilze oder irgendwie so auf der Karte markieren oder irgendwie so, ne? Nicht mehr darüber gestolpert bin, oder solche müssen, dass er genau da ist. Wow, Gott. Jetzt bin ich wieder hier. Was? Nein. Boah. Oh, das ist kacke. Also da oben war auch nicht richtig, oder was? Ich dachte, ich hätte es da oben. Boah. Uff. Ja, ich weiß nicht, wie man hier weiterkommt. Ich weiß wortwörtlich nicht, wie ich ja vorankommen. So kacke.
Ja, gut, dann nehme ich mal an, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich dann hoffentlich mal irgendwie den Weg gefunden habe, wie man hier weiterkommt, ne? Weil jetzt habe ich ja nichts gefunden, ne? Das ist ja schon mal wunderbar. Jetzt finde ich diese blöden Pilze nicht mehr. Boah. Warte, ich komme hier in Teleport hin, ne? So, hier muss da irgendwo richtig sein, oder? In so einem blöden Turm noch kommen. Jetzt war wieder hier. Nein, Finger weg von dem Ding. Das ist noch so ein Ding. Ja, lass meine Wut aus. Dann komme ich wieder runter. Oh, Leute, na gut, also ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich hier hoffentlich den Weg gefunden habe, wie es weitergeht, ne? Also ich weiß es nicht. Das ist, also, das kann doch nicht so schwer sein, ja, so irgendwo einen Weg finden, wie man da hinkommt. Hallo, hier so. Na gut, beim nächsten Mal werde ich es gefunden haben, ne? Also gut, macht euch darauf gefasst, ne? Nehme ich an. Also ja, kann ich sein. Ist ja irgendwie so ein Gebiet, das irgendwie hier in den nächsten Bereich des Kontinents hier führt oder so. Ich soll ja so, ich soll ja missionsmäßig sogar hier hin. Also keine Ahnung. Ja, ich sehe euch dann beim nächsten Mal, wenn ich gefunden habe, wo ich dahin muss, ne? Also ja, gut, ja, dann war's dann. Wir haben zwei Missionen geschafft, das ist aber schnell und ja. Weil ich finde das Gebiet doof. Das ist viel zu verzwickt, ey. Ah, soll man machen, ne? Gut, ich sehe euch in der nächsten Folge dann, ne? Wenn wir hoffentlich ein bisschen vorher mehr Fortschritt machen, ne? Gut, Dankeschön fürs Zuschauen und hinterlassen ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich freuen und ciao.